Ich treffe eine überglückliche Erika Sorm. Sie holt gerade ihren Hund ab. Queenie war auch unter den Trümmern begraben, hatte die Nacht bei Helfern im Hunsrück verbracht. Erika Sorm ist seit wenigen Stunden aus dem Krankenhaus. Die 71-Jährige blieb unverletzt, war dort nur zur Beobachtung. Mir geht's heute hervorragend, muss ich sagen, dank der Fürsorge und Hilfe. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei allen Rotkreuz-Mitarbeitern, bei den Mitarbeitern im Krankenhaus, bei der Feuerwehr, bei allem. Es war ganz toll. Erika Sorm erzählt mir von der Unglücksnacht. Es war 22.30 Uhr, als die Besitzerin des Hotels an ihre Zimmertür in der ersten Etage klopfte. Dann sind wir raus. Ich habe den Hund und die Tasche. Und im Flur ist dann alles zusammengebrochen. Das zweite Stockwerk kam herunter. Die Rentnerin wird zusammen mit einer jungen Mutter und deren Kind unter ihrer Zimmertür begraben. Ich bin auf der rechten Seite unter dem flachen Teil unter der Tür gelegen und sie dann unter dem höheren und hatte dann ihr Kind im Arm. Und dann haben wir uns da so eingerichtet, dass wir einigermaßen liegen konnten. Man betet wirklich und hofft und ja. Und das hat uns geholfen, das hat uns Kraft gegeben. Nach 10 Stunden unter Trümmern hören die drei zum ersten Mal die Stimmen der Retter. Dann kam auf einmal von Licht sehen. Und das haben wir dann gesehen, dann war es wieder weg, dann war es wieder da und dann hatten sie uns gefunden und haben uns dann rausgezogen. Ein beruhigendes Gefühl, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr beruhigend. Und dann haben wir auch wirklich gesagt, jetzt werden wir gerettet und jetzt kann nichts mehr passieren. Auch ihre beiden Freundinnen waren im Hotel, schafften es aber rechtzeitig nach draußen. Erika Sorm erzählt mir, dass sie für sich das Positive aus dem Erlebten ziehen möchte. Vor allen Dingen merkt man dann was Wichtiges im Leben. Einfach nur, dass man lebt und jeden Tag dankbar dafür sein soll. Und genau deswegen möchte sie auch ihren Moselurlaub mit den Freundinnen fortsetzen.